Das sind die Zutaten für einen Basis-Mürbeteig. Wer öfter backt, sollte davon immer einen kleinen Vorrat im Kühlschrank haben. Und wie es funktioniert, gleich geht's los nach dem Intro. Ich habe 900 Gramm Weizenmehl Typ 405 reingesiebt, 500 Gramm Butter, 240 Gramm Zucker, 3 Eier, eine Prise Salz und was man hier oben sieht, das ist getrocknete Zitronenschale und ich habe noch ein Fläschchen Vanilleextrakt mit reingegeben und alle Zutaten werden wir jetzt hier in der Knetmaschine vermischen. Ich habe alle Zutaten schon mal ein bisschen mit dem Spatel klein gemacht, weil der Teig darf ja nicht lange geknetet werden, sonst wird er brandig. So, und der Teig ist schon fertig. Ich stelle die Maschine mal aus. Ich habe bei diesem Teig kein Backpulver zugefügt, weil ich möchte diesen Basis-Mürbeteig dafür nutzen, um Böden zu machen, um Tartlets zu backen, dergleichen. Und dabei brauche ich also eine schöne feste Unterlage, die nicht so mürbe ist. Und Backpulver würde das den Teig ja ein bisschen auftreiben und bröselig machen. Das möchte ich nicht. Ja, das war ein kurzes Video, aber wichtig. Auf Basis dieses Teiges kommen dann noch viele weitere Videos. Und mir bleibt nur noch zu sagen, vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Video.